Sicherlich hast du schon mitbekommen, dass die Bundesregierung ein umfangreiches Konjunkturpaket beschlossen hat, wo auch die Mehrwertsteuersenkung festgelegt wurde. Für uns als Unternehmer und Onlinehändler ist das natürlich sehr relevant und wichtig. In diesem Video erfährst du, ob es auch dich betrifft, welche Voraussetzungen nötig sind, was du zu beachten musst und wie genau du vorgehen musst, um keine Fehler zu begehen. Ich heiße dich herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du dabei bist. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren Themen wie E-Commerce, Verkaufen auf Marktplätzen und Unternehmertum, dann abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. So Freunde, dann lasst uns mal anschauen und gucken, was genau wird sich denn für uns ändern mit der Mehrwertsteuersenkung. Ich gehe das Ganze hier Punkt für Punkt durch. Und wir besprechen Dinge, was hat sich denn überhaupt geändert jetzt durch das Konjunkturpaket? Wer ist betroffen davon? Und was muss sich ändern und wo vor allem muss sich das Ganze ändern? Da betrifft es natürlich die Marktplätze, die wir hier auf dem Kanal hauptsächlich auch besprechen, wie Amazon und eBay. Wo genau stelle ich das Ganze ein? Das werde ich im Laufe des Videos auch zeigen, so dass du hier einen definitiv Mehrwert von hast. Und ja, dann lass uns mal direkt loslegen. Ihr seht schon, meine Angaben, meine Informationen habe ich hier vom Händlerbund. Da werde ich übrigens auch alles verlinken, was ich euch hier zeige. Auch die Eckpunkte des Konjunkturpakets. Wie ihr sehen könnt, hier 15 Seiten wird hier alles genauestens erklärt. Das könnt ihr alles nachlesen, wenn ihr mögt, auch unten in der Beschreibung zu finden. Ja, warum wurde überhaupt dieses Konjunkturpaket beschlossen? Um die Wirtschaft einfach anzukurbeln. Aufgrund der Corona-Krise haben sehr viele Unternehmen natürlich ein bisschen einstecken müssen, um das Ganze jetzt ein bisschen anzukurbeln und den Unternehmen unter die Arme zu greifen, wurde auch die Mehrwertsteuer gesenkt. Was genau ändert sich denn nun? Und zwar, wir haben 19% Mehrwertsteuer gehabt, das wird jetzt auf 16% herabgesenkt und bei dem vergünstigten Mehrwertsteuersatz, das wäre zum Beispiel für Lebensmittel und so weiter, von 7% auf 5%. Wer ist denn nun davon betroffen? Betroffen sind generell alle, die umsatzsteuerpflichtig sind. Wenn du zum Beispiel Kleinunternehmer bist und die Kleinunternehmerregelung anwendest, dann bist du natürlich nicht betroffen, weil du hast bislang nicht die Mehrwertsteuer ausgewiesen und musst das jetzt natürlich auch mit der Änderung nicht. Ab wann gilt das Ganze denn nun? Und zwar vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember wird das Ganze befristet. Eine Verlängerung ist derzeit nicht geplant. So, wo muss ich das Ganze nun ändern? Und zwar, ihr ändert das Ganze überall, wo bislang 19% Mehrwertsteuer stand, wie zum Beispiel hier seht ihr das Ganze. Und zwar, hier seht ihr das zum Beispiel im Bestellverlauf. Wenn da inklusive Mehrwertsteuer zuzüglich Versandkosten steht, dann muss da ab dem 1.7. 16% Mehrwertsteuer stehen. Ja? Das ist sehr wichtig. Denn man vermutet auch hier eventuell, dass es eventuell auch Abmahnungen geben wird aufgrund der irreführenden Angabe hier, was natürlich vielleicht nicht so gravierend ist. Jedoch solltet ihr das ändern. Wichtiger ist das Ganze noch natürlich in euren Rechnungen zu ändern, ja, und auf allen Angeboten zu ändern, sowie auch natürlich im Bestellverlauf Warenkorb haben wir schon angesprochen, aber auch in den Rechtstexten. Hier ist es wichtig, wenn ihr in den Rechtstexten zum Beispiel die 19% Mehrwertsteuer erwähnt, dann müsst ihr diese auf 16% ändern. Zu den Rechtstexten zu sagen ist, ich werde unten in der Beschreibung einen Link verlinken, wo ihr Rechtstexte vom Händlerbund bekommt. Diese machen das so, wenn ihr seht das hier, Händlerbundmitglieder müssen nichts weiter tun, die Rechtstexte bleiben betreffend der Mehrwertsteuersenkung unverändert bestehen, da kein korrekter Mehrwertsteuer- bzw. Prozentsatz genannt ist. In dem Fall hat Händlerbund natürlich sich das Ganze hier sehr einfach gemacht und legt keinen genauen Mehrwertsteuersatz an. Es betrifft immer den aktuellen, der von der Regierung vorgegeben ist. Des Weiteren müsst ihr hier das Ganze auch in den FAQs und Hilfeseiten ändern und wichtig natürlich auf den Rechnungen, weil auf den Rechnungen ist das natürlich sehr relevant, weil auch das an die Buchhaltung geht und diese müssen mit der Mehrwertsteuer natürlich arbeiten.
Natürlich aber auch auf Plattformen wie eBay, Amazon, Real.de und was es da nicht alles gibt. Das werden wir gleich direkt mal präsentieren und zeigen. Und ja, diverse Sachen, auch andere. Ich werde, wie gesagt, alle Informationen hier zur Verfügung stellen, so dass ihr euch hier nochmal genau schlau machen könnt. Wenn jetzt zum Beispiel, es gibt ja Sonderfälle, verschiedenste Sonderfälle, wenn ihr zum Beispiel jetzt eine Rechnung vor dem 1.7. stellt und die Zahlung erst nach dem 7. erhalten tut. Es zählt immer der Leistungszeitpunkt. Ja? Das heißt, wenn ihr die Leistung erbringt, dann muss auch der Mehrwertsteuer zu dem Zeitpunkt auch angegeben sein. Ja? Dazu habe ich auch ein cooles Video von einem Steuerberater, das werde ich auch unten in der Beschreibung verlinken. Er zeigt alle Szenarien, die eventuell kommen können in eurem Unternehmen, so dass ihr da auf jeden Fall up to date seid. Das Video dauert etwa 20 Minuten. Ihr könnt da aber vorspulen, was euch genau betrifft, und sehr informativ und sehr einfach erklärt. Wie gesagt, unten in der Beschreibung. Ja, soweit so gut. Dann schauen wir uns mal an für die Marktplätze, die uns ja sehr wichtig sind. Und zwar fangen wir hier an mit dem Marktplatz eBay. Ja? Bei eBay ist es so, dass die Mehrwertsteuer angegeben ist und ihr könnt diese auch in jedem Angebot individuell festlegen. Deshalb auch eBay sagt hier, dass die selber nichts unternehmen werden, dass es von den Händlern, von Verkäufern abhängig ist, wie die ihre Mehrwertsteuer festlegen, und sind natürlich auch dafür zuständig, diese Mehrwertsteuersenkung jetzt auch zum 1.7. zu verändern. So, wie machen wir das Ganze nun hier auf dem Marktplatz eBay? Ich befinde mich hier in meinem Verkäufer-Cockpit Pro, und wenn ihr dann hier auf aktive Angebote klickt, dann seht ihr alle eure Angebote. Und wenn ihr jetzt das Ganze gebündelt ändern möchtet und nicht jedes einzelne Angebot verändern möchtet, dann klickt ihr hier einfach auf Bearbeiten, und Angebote bearbeiten von 1000 Stück könnt ihr das direkt auf einmal machen. Oder ihr macht das Ganze ein bisschen strukturierter und macht die ersten 200 Stück zum Beispiel, habt ihr hier ausgewählt. Besser wäre es natürlich, alles gebündelt zu machen, so dass es sich verändert. Achtet darauf, wenn ihr den niedrigeren Steuersatz, also den vergünstigteren Steuersatz für zum Beispiel Lebensmittel und Zeitschriften, ist das ja auch so, Zeitungen, angeben müsst von 5%, dann dürft ihr das natürlich nicht mit den generellen oder regulären Mehrwertsteuersatz vertauschen. So, machen wir das Ganze einmal hier für die 200 Stück. Und wenn ich dann die 200 Stück ausgewählt habe, klicke ich auf Auswahl bearbeiten. So, wenn ihr dann auf Auswahl bearbeiten geklickt habt, dann könnt ihr hier gebündelt Angebote bearbeiten. Und hier auch hier in dem übergeordneten Kästchen könnt ihr alle Angebote, die ihr jetzt ausgewählt habt, in meinem Fall jetzt 92 Angebote, anklicken und dann Felder bearbeiten. Und da habt ihr dann unter anderem den Mehrwertsteuersatz. Da klickt ihr dann drauf und könnt das dann ändern in den jeweiligen Prozentsatz. Da legt ihr dann eure 16% fest, klickt auf Speichern und Schließen. Wenn ihr das Ganze dann getan habt, klickt ihr dann hier auf Änderung senden und dann wird das Ganze übernommen auf den Mehrwertsteuersatz von 16%. Ja, soweit zu der Änderung bei eBay. So, kommen wir nun zu Amazon. Wo ändere ich das Ganze bei Amazon? Also derzeit sieht es so aus, dass Amazon das Ganze automatisiert macht für euch. Ja? Generell legt Amazon ja den Mehrwertsteuersatz für den jeweiligen Handelsplatz fest. Das heißt, wenn ihr im Ausland verkauft, zum Beispiel nach Spanien, nach Frankreich und so weiter, dann wird auch der Mehrwertsteuersatz für das jeweilige Land festgelegt. Ja? Und damit ihr das nicht alles immer selber kalkulieren müsst und ändern müsst, macht das Amazon selbst. Das heißt, wenn ihr in Deutschland verkauft, dann würde auch nur der 19% Mehrwertsteuersatz gelten. Und ab dem 1.7. würde Amazon das automatisiert ändern. Jedoch müsst ihr aufpassen, wenn ihr in den Rechtstexten hier bei Amazon festgelegt habt, und zwar Mehrwertsteuersätze von 19% genannt habt, müsst ihr diese natürlich ändern. Was sehr wichtig ist, wenn ihr hier die Rechtstexte vom Händlerbund habt, müsst ihr hier auch keine Änderung vornehmen.
So, noch als kleine Info zu Amazon Seller Central. Also, wenn ihr Steuereinstellungen machen möchtet, dann klickt ihr hier auf Einstellungen und dann Steuereinstellungen. Dann gelangt ihr hier auf diese Seite hier und Einstellungen zur Umsatzsteuerberechnung klickt ihr dann hier und da habt ihr dann den Standardsteuersatz. Da, wie schon gesagt, wird Amazon das Ganze selbst ändern für das jeweilige Land, in dem ihr verkaufen tut. Und wenn ihr hier das hier stehen habt, also A-Gen-Standard, dann wird das Ganze automatisiert machen. Ja, so viel zu den Mehrwertsteuersenkungen. Klingt simpel, kann aber natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden werden. Ihr habt noch ein paar Tage dafür Zeit, macht das definitiv, um keine Fehler und keine buchhalterischen Probleme damit zu erzeugen. Und dann seid ihr auf jeden Fall auf dem besten Stand. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn dir das Video hilfreich war und du hier einen Mehrwert von mitnehmen konntest. Gib dem Video gerne einen Daumen hoch. Wenn du noch Fragen hast, gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich beantworte so schnell wie möglich. Hast du Anmerkungen, was ich vielleicht vergessen habe? Dann auch gerne da unten in die Kommentare schreiben. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, tu das jetzt. Drücke auf das Glockensymbol, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung der Mehrwertsteuersenkung, viel Erfolg beim Verkaufen und bis zum nächsten Video. Tschüss.